Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Du Valley. da, ich brauche dich. Ja, und jetzt stehe ich hier zwischen zwei Stühlen. Eigentlich würde ich gerne Scar machen, aber ich denke, dass Minnie Maus auch gleich schlafen geht, weil wir doch recht spät haben. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich jetzt eigentlich von beiden nehmen soll. Jetzt hat zumindest der Regen aufgehört, also würde ich fast behaupten, dass wir Scar nehmen. Oder aber auch Zeit. Meinst du? Aber ich finde, das ist okay, wenn wir das mit dir machen, weil wir wollten ja sowieso mit dir weitermachen. Er dreht mir immer so den Hintern zu, so nach dem Motto, mit dir rede ich nicht, red einfach mit meinem. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Die schaue ich nicht an beim Regen. So. Gameplayerin. Du hast so viel dazu beigetragen, dass die sonnige Ebene wieder intakt ist, dass ich dir wirklich danken muss. Lass uns in meiner Höhle zusammen essen. Nur wir zwei Herrscher. Solange ich keine Gnus verspeisen muss. Das sieht dir aber gar nicht ähnlich, aber okay. Was soll ich sagen? Ich stecke einfach voller Überraschungen. Allerdings gibt es da noch ein kleines Problem mit dem Essen. Ich habe mir erlaubte, genau. Bitte korrigiert das doch mal. Ich habe mir erlaubt, das Nagetier um ein dem Anlass angemessenes Gericht zu bitten. Er gab mir diese seltsamen Dinge. Hier. Rezepte. Okay. Rezepte für Teriyaki-Lachs und Stachelbeerkuchen. Okay. Ich freue mich schon drauf. Oh, glaub mir, Gameplayerin. Du könntest es nicht sehnlicher erwarten als ich. Du darfst jetzt gehen. Das ist nett, Scar. Dankeschön. Wir machen aber mal kurz eine Sache, weil mich das jetzt gerade wieder total nervt hier. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr abends aufgenommen. Wir machen es uns einfach mal ein bisschen gemütlicher und ein bisschen heller hier drin, weil ich finde das immer so schrecklich, wenn das so dunkel aufgenommen ist. Das hat Disney ja irgendwann in den letzten Monaten mal verändert und ich finde es wirklich, wirklich klasse. Ja, Teriyaki-Lachs. Ich glaube, den kann ich gar nicht herstellen, weil ich den Fisch gar nicht habe, oder? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Teriyaki-Lachs. Oder habe ich Lachs doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Teriyaki, wo bist du? Unter T kann ich ja nicht gucken, weil ja immer alles hier durcheinander ist. Hier. Doch, den Lachs. Doch, doch, doch. Den können wir. Den habe ich. Habe ich sicher nicht viel von, aber den habe ich. Machen wir den mal. Ein Fünf-Gänge-Menü. Yes. Und das andere war Schneewittchens Stachelbeerkuchen. Schneewittchens. Aber ich glaube, hatten wir den nicht schon? Also den Lachs, meine ich, den konnten wir. Aber Schneewittchens Stachelbeerkuchen. Jetzt bin ich ja eh gerade hier drin. Jetzt kann ich ja mal kurz gucken. Ich glaube, den haben wir tatsächlich noch nicht, ne? Den können wir noch neu lernen. Oder? Nee, doch. Den habe ich doch schon gehabt. Okay. Dann habe ich den aber wirklich durch Zufall rausgefunden. Aber wo wir gerade davon sprechen, ich sollte die Rezepte im Nachhinein auch nochmal zusätzlich lernen, weil sonst habe ich die Bücher ja immer im Weg hängen hier. Ich verstehe auch nicht, warum man überhaupt Rezepte lernen kann, die man schon kennt, aber naja. Okay, treffe Scar in seiner Höhle, dann kommen wir mal hinterher, würde ich sagen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht diejenige bin, die gegessen werden soll. Wenn du jemand meinen Intellekt zu schätzen wüsstest. Doch, ich gehe schon mal vor, Scar. Wenn das so lange dauert bei dir, da habe ich jetzt gerade nicht so die Zeit zu. Es kann aber sein, dass Mini mitkommt. Die habe ich mich noch im Schlepptau. Es tut mir leid. So, bitteschön. Was Leckeres zu essen. Oh, hallo. Viel Spaß damit, Gameplayerin. Ach. Nichts. Wieder einmal wird mir verweigert, was mir zusteht. Es hätte funktionieren müssen. Wo ist sie? Was geht hier vor? Du hast es immer noch nicht kapiert, oder? Ich hatte einen Hintergedanken, als ich dich hierher eingeladen habe.
Es hat keinen Sinn, es jetzt zu leugnen. Es gibt da ein Kleinod, das ich schon lange suche. Du hast es vor langer Zeit vor mir versteckt. Eine weitere deiner Lektionen. Das klingt nicht nach mir. Nö, also was zu verstecken definitiv nicht. Bist du sicher, dass du es nicht einfach verloren hast? Nein, im Gegensatz zu dir erinnere ich mich daran, wie du es mir gestohlen hast. Du wolltest mir eine Lektion erteilen. Du sagtest, gute Herrscher sind für alle da. Vom Größten bis zum Kleinsten. Sie laden alle an ihren Tisch ein. Du hast gesagt, dass ich mein gestohlenes Kleinod zurückbekommen würde, wenn ich die Bedeutung dieser Worte verstehe. Ich hatte gehofft, dass ein gemeinsames Essen deinen dummen kleinen Bann brechen würde. Aber ich habe mich geirrt. Ich werde mit Merlin sprechen. Er hat mir wahrscheinlich geholfen, den Zauber zu sprechen. Vielleicht kann er mir helfen, ihn zu brechen. Dieser alte Schwätzer genießt es, ein Besserwisser zu sein. Das ist Grinsen immer von ihm. Ich finde das so genial. Okay, Mini, ich würde dich gerne loswerden, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich spätestens, wenn sie schlafen geht, ist sie sowieso weg. Merlin, komm zu mir. Merlin, 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 ich muss mit dir reden. Ich kann in die Zukunft sehen. Dann weißt du, dass ich mit dir reden muss. Du mit mir reden solltest. Haha, siehst du? Ah, Gameplayerin, welche neue magischen Geheimnisse hast du heute für mich? Damals vor dem Vergessen habe ich Scar etwas weggenommen und es mit einer Art Zauber versteckt. Etwas, das er nur zurückbekommen kann, wenn er eine Lektion lernt. Ich möchte ihm helfen. Oh. Du wolltest ihm damals auch helfen. Du hast ihm sogar seinen wertvollsten Besitz weggenommen und ihm gesagt, dass er ihn nur zurückbekommt, wenn er versteht, dass gute Herrscher für alle da, vom Größten bis zum Kleinsten. Sie laden alle an ihren Tisch ein. Ziemlich inspirierend, dachte ich, aber du warst ja schon immer für dein Alter sehr weise. Sicherlich hast du schon bemerkt, dass Scar nicht immer der angenehmste Nachbar ist. Er will herrschen, aber er versteht nicht die Verantwortung und die Fürsorge, die damit verbunden ist. Du hast versucht, ihm zu helfen. Aber dann hat er versucht, einen der Vögel auf der sonnigen Ebene zu fressen. Als ich sagte, du sollst andere an deinen Tisch einladen. Habe ich das nicht wörtlich gemeint? Hätte ich mich klarer ausdrücken sollen? Ja, das wahrscheinlich schon. Meinte ich diese Vögel als Gäste? Ja, vielleicht. Ja, und nicht nur die Nektarvögel. Du meintest alle aus allen Schichten des ewigen Kreises. Ich schlage vor, dass du weiterhin mit gutem Beispiel vorangehst. Stell ein paar Futterspender für Nektarvögel auf der Ebene auf. Zeig ihm, wie er für sein Reich sorgen kann. Vielleicht bewirkt es ja etwas, wo dein Fluch versagt hat. Das wäre so süß. Lass dich nicht von dem zerbrechlichen Äußeren der Nektarvögel täuschen, Gameplayerin. Sie führen ein faszinierendes, aber auch ein gefährliches Leben. Danke, sehr freundlich von dir. Ja, sehr freundlich von dir. Nein, wir brauchen nochmal dunkles Holz. Wollt ihr mich? Nein, wir brauchen 40 Weichholz. Ihr wollt mich doch wirklich. Oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Dann komme ich wieder nicht pünktlich dazu, die Quest mit Mini zu machen. Und dann kann ich die wahrscheinlich erst morgen machen, weil Mini ja dann sowieso gleich schlafen geht. Die hat ja nichts Besseres zu tun, als ständig zu schlafen, während ich aufnehme. Moment, hier haben wir gar nichts mehr. Hier ist noch was. Aber Weichholz haben wir, glaube ich, nur hier, ne? Auf der Ebene. Also eventuell noch die Ebene darunter, das könnte noch sein. Da hinten haben wir jetzt gar keine Bäume mehr. Wie der mal läuft. Aber sieht irgendwie auch lustig aus. Hier denke ich mal, ist gar nichts. War hier oben nicht schon mal was? Da habe ich doch hin und wieder, meine ich, auch... Ach, das ist Woody. Ich habe mich schon gefragt, was ich da hingebaut habe. Doch, hier ist noch was. Jana, lass mich hier mal eben... Boah, sonst liegt hier immer so viel, ne? Aber wenn man wirklich mal dringend was braucht, dann ist hier gar nichts. Moment. Nee, dazwischen haben wir auch nichts, aber wir können noch mal ganz kurz den Kakao mitnehmen.
Ja, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das Ganze vielleicht etwas schneller geht. Ich habe meine Patrouille beendet. Alles ruhig in diesem Quadrat. Was aber offensichtlich nicht so ist. 27. Mit ein bisschen Glück kommen wir noch auf 30, aber das war's dann wahrscheinlich auch. Und hier hinter sind noch ein paar. Ah, ich hätte die wirklich heute Nachmittag alle mitnehmen sollen, die ich so gesehen habe. Das habe ich mir auch schon gedacht. Dann habe ich gedacht, naja, Moment, brauchst du ja kein Holz. Nee, ganz, ganz großer Fehler. Also wenn ihr selber spielt, das ist der schlimmste Fehler, den ihr machen könnt. Zu denken, ja, ihr braucht das ja gerade nicht. Vergesst das. Ihr braucht immer irgendwie Holz oder Steine oder sonst irgendetwas. So, hier ist allerdings nichts dazwischen. Ich meine aber, ich konnte... Achso, ich meine, ich konnte aber das Weichholz tatsächlich nur... Nur hier... Nee, das ist Hartholz. Weichholz. Ach nee. Wald der Tapferkeit, Lichtung des Vertrauens. Haben wir auch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch da auch nochmal hin. Jetzt habe ich die Farbe vergessen. Ich glaube, das war diese Farbe hier, oder? Nein, natürlich nicht. Das war die dunklere Farbe. Na gut. Oh, die nehmen wir direkt mal mit, weil, ne? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier passiert? Ich hatte alles, was man hier sieht, hatte ich, oder? Ach nee, das war, glaube ich, auf der sonnigen Ebene. Och, ich habe gerade schon gedacht, dass jetzt, dass jetzt alles, was ich angepflanzt habe, plötzlich weg ist. Ey, da wäre ich jetzt komplett ausgerastet. Zumal wir ja auch noch diesen Bug hatten und der war ja gerade hier in dem Gebiet, meine ich. Ah, okay. Nee, ich habe nichts gesagt. Das nehmen wir dann auch mit, weil, ne? Wir müssen wieder ein bisschen auffüllen und so. Jetzt gibt's das doch nicht. Das wäre jetzt nicht ein einziges. Doch, hier ist noch eins dazwischen, meine ich. Ja, perfekt. Okay, dunkles Holz brauchen wir auch. Aber dunkles Holz haben wir nicht hier. Wir nehmen jetzt nochmal schnell die Blümchen auch hier mit. Eigentlich wollte ich den ganzen Kram hier rausschneiden, damit ihr das gar nicht seht. Aber da wir jetzt nur noch einmal dunkles Holz brauchen. So, aber ich gucke trotzdem mal eben, wo wir jetzt das dunkle Holz überhaupt herkriegen. Vergessenes Land. Ach, nur daher. Okay. Hallo, Wolli. So, dunkles Holz. Bist du das dunkle Holz? Nee. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber so hell aus. Dach, das müsste dunkles Holz sein. Ja, perfekt. Okay, dann nehme ich auch schon mal eins wieder mit. So, dann Futterspender. Futterspender, zack. Mini findet das alles noch total faszinierend. Grinst mich auch die ganze Zeit so dummdämlich an. So, zweimal Futterspender herstellen. Der sollte eigentlich unter Möbel zu finden sein. Warum klicke ich hier die ganze Zeit so? So. Oh. Ah, nee, das sind die anderen. Ich wollte gerade sagen, gut, dass ich... Aber rosa Hauswurz. Müsste ich auch noch mal die anderen Blumen farmen. Ja, ja. So. In der Nähe des Teiches auf der sonnigen Ebene. Hallo, Christoph. Ich jogge mal mit dir mit. Dann halt nicht. Dann bleib einfach stehen. Hallo, Mütterchen. Teich. Das hier meinte ich übrigens. Das hatte ich nämlich extra gemacht, um die Wolle dann noch für die letzte oder vorletzte Quest zu machen. Das ist aber ein Fluss hier, das ist kein Teich. Moment, da hinten ist ein Teich. Nehmen wir das jetzt auch direkt mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Gut, dann stellen wir mal die komischen Dinger hier auf. So, eins vielleicht mal hier. Und da muss man nichts einsammeln, ne? Dann machen wir eins dahin, ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Kehre zu Scar zurück. Frage, ist er denn... Natürlich ist er nicht. Da unten ist er. Okay. Scar? Ach, da.
Steckt sich hier zwischen den Bäumchen? Jetzt lauf nicht weg, Scar. Oh, wie gut. Du bist es. Ja, ich habe mich nicht verändert. Wenn du damit fertig bist, durch die Gegend zu rennen und alles Mögliche zu tun, außer mir zu helfen, können wir uns jetzt vielleicht auf mein Problem konzentrieren. Ich versuche dir bei deinem Problem zu helfen. Merlin sagt, dass du lernen musst, dich um andere zu kümmern, um den Bann zu brechen. Oh, gut. Welchem Schwachkopf muss ich jetzt helfen? Den Nektarvögeln auf der Ebene. Ich habe dir gesagt, dass du dich um die größten und kleinsten Tiere kümmern musst. Viel kleiner und zerbrechlicher als die Vögel geht es nicht mehr. Ich kann nicht glauben, dass ich mich zu so einer Demütigung herablassen muss. Ich meine, mit gutem Beispiel vorangehe. Du darfst jetzt gehen. Füttere die Nektarvögel mit Blumen. Mit welchen Blumen, Leute? Mit welchen Blumen? Achso, ich habe ja gar keine dabei. Wie soll ich die denn dann füttern? Ha, achso, ich habe doch welche dabei. allerdings sind das welche, wo ich nicht so viele von habe. Aber wir könnten ja theoretischerweise die nehmen von hier. So. Nehmen wir einfach da eine. Muss ich das jetzt über die Dinger machen oder muss ich jetzt an die Vögel ran? Nee, anscheinend muss ich das... Wo sind die Vögel denn jetzt? Da. Hallo. Hallo. Halli, hallo. Bleib doch stehen. Ich möchte mich dir annähern. Wo... Bin ich doof? Die war das, ne? Die sieht man ja gar nicht. Oh, sogar ein Herzchen. Ach, jetzt sag bloß, dass man die tatsächlich mit diesen Blumen füttern kann. Nee, oder? Oh. Wo ist denn der andere Vogel hin? Guck mal, das ist der gleiche. Weil ich habe die ganze Zeit nicht gefüttert, weil ich immer gedacht habe, ich kann sie nicht füttern. Hallo. Hallihallo. Hallöle. Wir haben doch gerade... Da. Ach, Scar, geh mir doch mal aus dem Weg raus hier. So. Ah. So, das war's. Jetzt lass uns in meine Höhle zurückkehren, um zu sehen, ob dein törichter Bann gebrochen wurde. Ach, Scar, komm einfach mit. Komm mit, wir schauen nach. Kommt der überhaupt mit? Doch, er kommt mit, okay. Ich wollte schon sagen, oder laufe ich jetzt hier schon wieder alleine? Oh, was ist denn mit Woody los gewesen? Da war ich ja so komisch über dem Boden am Backen. Ja, und heute ausnahmsweise mal zu der Zeit, die abgemacht war, machen unsere Nachbarn die Rollladen runter. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr. Achso, ich soll mit ihm reden. Ach, ich suche hier die ganze Zeit. Na, der Fluch ist immer noch nicht aufgehoben. Und mein wertvolles Kleinod ist nirgends zu finden. Das alles war vollkommen umsonst. Wir können etwas anders versuchen. Wozu die Mühe? Es würde nichts ändern. Aber ich muss zugeben, dass du mehr zu mir gehalten hast, als ich erwartet hätte. Ich schätze, wenn es jemanden gibt, den ich als Freund bezeichnen könnte. Nun ja, dann wärst du das wohl. Moment mal. Was geschieht hier? Scar, ich glaube, der Bann ist gebrochen. Sieh mal da drüben. Da liegt was, da liegt was. Ja, eine Scherbe. Hallo, ich habe dich gerade angesprochen. Redest du auch mit mir? Bitteschön. Oh, wie gut. Du bist es. Es sieht aus wie eine Art Scherbe eines magischen Spiegels. Endlich. Die Überwachung meines Territoriums wird jetzt so viel einfacher sein. Weißt du, Gameplayerin, ich habe dieses kleine Stück Glas vor langer Zeit im Tal gefunden. Damit sehe ich alles, was ich will, ohne irgendwo hinzugehen.
Und sie sorgt dafür, dass ich immer noch der wildeste Löwe im ganzen Tal bin. Das kommt mir so bekannt vor. Ich bin froh, dass du sie wieder hast. Nicht so sehr wie ich, das versichere ich dir. Hier, ich wollte dir das geben als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Schließlich hast du mir mehr geholfen, als all die anderen Idioten es je getan haben. Aha. Dank dir habe ich mein ganzes Land zum Umherstreifen und jetzt bin ich sogar mit meinem wertvollsten Werkzeug wieder vereint. Sag mir, Spiegel, wer ist der verschlagenste Löwe von allen? Kusch, kusch, ich bin fertig mit dir. Bist du fertig mit mir? Ah ja, er ist tatsächlich fertig mit mir. Das war die letzte Aufgabe. Ach, ich dachte, da käme jetzt noch eine. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und die Folge beenden. Und dass wir dann tatsächlich noch ganz schnell die Zeit ausnutzen werden. In der Hoffnung, dass Mini noch nicht ganz ins Bett geht. Und dass wir die Quest dann noch schnell hinterher schieben. Also ich zumindest beim Aufnehmen. Ihr könnt das Ganze natürlich dann erst morgen sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.